Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Leute, ich habe es endlich gebacken bekommen, mir ein Drachendeck zu bauen. Und ich muss sagen, es macht übelst viel Spaß und es ist ziemlich, ziemlich cool geworden. Ich möchte es mit euch mal durchgehen und die ganzen Strategien analysieren. Okay, wir haben zuallererst den Feuerblitz, um ein bisschen Kontrolle auszuüben. Dann die kreischende Harpie, um uns am Anfang so ein paar Kreaturen vom Leib zu halten und um zu überleben, denn das ist die Hauptaufgabe von unserem Deck. So, und jetzt eine ganz wichtige Karte, gleich zu Anfang. Mutter der Nacht. Wenn man diese Karte aktiviert, beschwert man, also man kann sie jede Runde aktivieren, also unbegrenzte Möglichkeiten, kann man für den Gegner einen 0-1er Wächter beschwören. Dieser ist ganz, ganz wichtig, denn das gibt uns die Möglichkeit, mehr Kreaturen vom Gegner zu töten. Und wenn wir 20 gegnerische Kreaturen insgesamt getötet haben und die Karte immer noch auf dem Feld ist, dann frisst der Gegner 20 Punkte Schaden und wir bekommen 20 Gesundheit und ziehen bis zu 10 Karten. Da geht es mit den Karten, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, die 20 Gesundheit sind schon bam ins Face genug, ne? Die 0-1er Wächter sind aber auch sehr, sehr praktisch, weil wir die für gewisse Kreaturen als Opfer darbieten können. Wie zum Beispiel, wo ist er denn? Der Falkenringschinder. Der hat nämlich einen richtig coolen Effekt. Also für alle erschlagen Sachen ist halt Mutter der Nacht perfekt. Der hat halt eben den Effekt, dass wenn er eine Kreatur tötet, vorzugsweise einen von Mutter der Nacht, beschwöre eine Kreatur aus deinem Ablagestapel. Und das ist krass as fuck. Also wenn du da vorher mit dem Palastbeschwörer eine Kreatur, wie zum Beispiel einen Nahaglief oder einen Blutmagiefürsten oder wenn man es ganz auf die Spitze treiben möchte, einen Eisenatronachen, einfach mal so im Friedhof hast, kannst du den rauspicken in der, keine Ahnung, 6. Runde vielleicht und einfach mal aufs Feld beschwören. Und dann geht's aber richtig rund, Leute. Dann geht's aber richtig rund. Und damit rechnet der Gegner nicht. Was will der da noch gegen tun? Außer er ist auf Gift spezialisiert. Aber dann hole ich ihn einfach wieder mit dem nächsten Erschlagen. das macht dann schon ziemlich Spaß, muss ich sagen. Okay, gehen wir es mal weiter durch. Okay, Mutter der Nacht ist safe. Dann haben wir den Palastbeschwörer, wie gesagt, ziehe eine Karte und wirf anschließend eine ab. Na, das gibt uns eben die Schlagenkreaturen bereits im Friedhof. Und somit können wir sie einfach wiederholen. So, die Schutzzauberwirkerin habe ich mit reingebracht, um ein bisschen Dolchsturzmagier zu buffen oder halt eben so einen Falkenringschänder zu beschützen. Dann Dunkler Wächter, weil er einfach eine Bombenverteidigung ist. Dann Seelenriss, auch ganz wichtig, weil wir immerhin dann genug Kreaturen auf dem Friedhof haben und dann möchte man die natürlich auch aus dem Ablagestapel dann auch ziehen. Vor allem, wenn die dann durch den Skelettdrachen gebufft sind. Denn wenn der Typi krepiert, dann hat er letzten Atemzug. Nicht wenn er krepiert. Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt. Bei Beschwörung gibt man allen Kreaturen in deinem Ablagestapel +2/+2. Also schon bei Beschwörung. Der hat halt noch eben letzter Atemzug, dass er eine zufällige Kreatur aus deinem Ablagestapel ziehst. Die ist dann natürlich verstärkt. +2. Das ist schon ganz praktisch. So, Bewahrer der Wurzeln, wir wollen ja überleben, dementsprechend ist der mit am Start. Blitz für die Kontrolle. Dann der mystische Drache, weil Drache und Prophezeiung. Schattenfanpriester, um ein bisschen hier ein bisschen was verstummen lassen zu können. Und vorzugsweise auch mal eine Unterstützungskarte, die gefährlich sein könnte. Ahnenblutgrad, um noch mehr Max-Magiker zu bekommen. Dann haben wir Froschschwingendrache. Der fesselt eine gegnerische Kreatur. Auch sehr, sehr praktisch. Nachtschatten, um ein bisschen Leben zurückzubekommen, falls wir doch ein bisschen was verloren haben. Nahaglief, die absolute Verteidigung, was 7 angeht. Was Mana-Stufe 7 angeht. Das geht ja noch höher. Gut, der Skelettdrache, den haben wir schon durchgesprochen. Blutmagiefürst, immer wieder gut. Habe ich auf jeden Fall mit reingetan. Und Fürst der dunklen Krallen, der hat den Zug und auch erschlagen. Und zwar beschwöre die Kreatur, die erschlagene Kreatur eben auf deiner Seite. So, da ich leider nicht alle Drachen zusammen habe, also diese Big Dragons, habe ich den Eisenatronachen mit rein. Also wenn ihr die Big Dragons am Start habt, dann packt die ins Deck. Die werden da auf jeden Fall mehr zunutze sein, aber vorerst kann ich leider nur so
mit diesem Deck dienen. Es wird auf jeden Fall ein Drachendeck 2.0 geben. Okay, Eisenatronach, ganz klar, den sollte ich nicht mehr erklären müssen. Den gibt es eigentlich schon lange. Und dann natürlich Oda Wing. Den könnte man dann auch einfach so aus dem Friedhof beschwören. Und dann macht er ziemlich Bam. Okay, cool, Leute. Affengeiles Deck. Ich freue mich auf die nächsten Matches. Seid gespannt. Nachtschatten ist mal weg. Den bewahrende Wurzel würde ich ganz gern behalten. Und Eisenatronach, das ist schon mal die erste Kreatur, die hier vom Palastverschwörer weggeworfen wird. Zum Gruß, der Bürger. Okay, der muss aufgehalten werden. Den Eisenatronachen, den kann ich erst ganz zum Schluss spielen. Deswegen ist es besser, wenn ich den erstmal zum Friedhof verbanne. So, den können wir killen. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite Action machen. Machen wir so. Er bekommt halt leider ständig dann die ganzen Kreaturen auf die Hand. Ist recht bitter. So, jetzt kriegt er noch mehr Assassinen ins Deck. Das wird später ein bisschen nervig. Okay. Ich benutze erstmal den Foliant der Veränderung. Bei dem muss ich mich noch nicht so wirklich verteidigen. Das bewahre ich mir doch lieber für etwas Großes auf. Oder Größeres. Wie das. Sehr nervig. Aber okay, wir können uns hier verteidigen. Wir haben ja immer noch einen Feuerblitz. Also damit kriegen wir ihn auch immer noch weg. Also der ist ziemlich auf Eigenzerstörung aus. Das wird noch richtig anstrengend. Ich merke das schon. Okay. Ich bring schon mal... Nein, bringe ich nicht. Der könnte ihn mit einem Feuerblitz ganz easy töten. Ich hole mir mal was zurück. Der dunkle Wächter wäre eigentlich ganz cool. Obwohl ich jetzt die Dolchsturzmagierin bevorzuge. Die kann ich jetzt direkt spielen und die Gegner sind immer meistens so daran fixiert, irgendwelche Legendaries vom Feld zu bekommen, dass die vergessen, mir ins Gesicht zu gehen. Darauf plädiere ich. Seht ihr? Okay, da haut er die Karten raus. So, wir können anfangen, uns hier zu verteidigen. Bald können wir nämlich den, also in der nächsten Runde können wir bereits den Skelettdrachen spielen. Das wäre ganz praktisch. So.
Okay, dann können wir uns auf der nächsten Seite schon mal etwas verteidigen. So, jetzt haben alle unsere Kreaturen einen Buff bekommen. Jetzt darf er sich warm anziehen. Ich habe viele wichtige Dinge. Oder wir. Yay. Ich traue mich nicht, den Fürsten der Krallen zu spielen, ehrlich gesagt. Dem würde er nicht vorbeikommen. Den muss ich loswerden. Ich dachte hier an eine Kombination aus Nachtschatten und dunkler Wächter. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber den Nachtschatten würde ich dezent lieber rechts spielen wollen. Der müsste hier durch und dann könnte ich mit Feuerblitz, ja, ziemlich Kleinholz aus ihm machen. Das wäre eigentlich nice. Machen wir das mal so. Sehr schade, dass ich die Mutter der Nacht noch nicht gezogen habe. So, er kommt da nicht durch. Jetzt könnten wir den Feuerblitz einsetzen. Okay. Das war clever. Aber so langsam kommen wir in meinen Bereich der Magiker. Langsam nervt's, Mann. Das nervt das recht. Okay, machen wir das mal so. Mal gucken, was er macht. Ich meine, wenn er jetzt reingeht und den hier tötet, könnten wir ihn töten und ihn hier auf unserer Seite beschwören. Das wäre schon ziemlich cool. Bin gespannt, was er machen kann. Um den jetzt zu töten, müsste er ziemlich viel aufwenden. Gefesselt hat er ihn. Okay, in der nächsten Runde könnten wir Oderwing spielen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben auch mittlerweile die Mutter der Nacht gezogen. Erstmal hier den Feuerblitz rein. Ich habe da nämlich keinen Bock drauf, dass er meinen guten Fürst der dunklen Krallen einfach so tötet. Ich glaube nicht, dass er irgendetwas tun kann, außer mit ihm anzugreifen. Deswegen würde ich mich hier lieber verteidigen. Das wäre jetzt nämlich ein Tick cooler. Dann machen wir das nämlich so. Und haben hier eine solide Verteidigung. Der könnte natürlich, der müsste jetzt mit beiden reingehen, aber beide würden auch sterben. Okay, dass er so viel Glück hat, einen Feuerblitz hat, ne? Oh Mann. Aber gut, den holen wir uns einfach wieder. Das passt schon. Wir haben ja nicht umsonst hier diesen Falkenring-Schänder.
So, jetzt können wir herumexperimentieren, Leute. Jetzt können wir herumexperimentieren. Jetzt wird's witzig. Okay. Wir gehen natürlich hier erstmal rein. Dann killen wir die hier. Dann müsste er hier reingehen, wer genauso kaputt ist da. Spielen die Mutter der Nacht. Bringen erstmal einen Falkenring Shenda im Schatten. Das ist mir auf jeden Fall lieber. Und einen Dolchsturzmagier links, dass wir wenigstens eine Kreatur links haben. Oh, das wirst du mir büßen, Dude. Das wirst du mir sowas von büßen. Alter Vater. Wie viel haben wir eigentlich bisher schon getötet? Ein. Okay. So. Dann gehen wir hier auch mal ein bisschen ins Gesicht. Den ganzen Spaß würde ich gerne noch behalten oder Wing vor allem jetzt zur Sicherheit. Aber durch ihn können wir, also wir könnten jetzt oder Wing schon spielen, weil die müssen weg. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt wahrlich keinen Bock drauf. So. Machen wir weg. Weg. Und jetzt holen wir uns noch eine Kreatur. Ich denke, so ein Eisenatronach nach, oder, Leute? Was nehmen wir denn? Eisenatronach nach wäre schon eigentlich ganz nice. Aber vielleicht auch etwas, was Leben gibt. Ich glaube, erstmal ein Eisenatronach nach, wenn schon, denn schon. Bäm, mit 14 Angriff, Leute. Ah, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe dieses Deck. Ich finde Drachen hier sowieso ganz toll. Also, Gift ist nicht so toll. Und das, also es ist noch nichts gewonnen, ich merke das schon. Oh. Och, Menno. Jetzt hat es gerade so viel Spaß gemacht. Ach, scheiße, Leute. So, mal schauen, was wir da gebacken bekommen. Nachtschatten möchte ich jetzt noch nicht haben. Das für den Anfang ist eigentlich ganz okay. So können wir uns am Anfang wenigstens schon mal die Kreaturen vom Leib halten. Kann er uns nicht so arg überrennen. Ja, perfekt. Zum Gruße, Bürger. Den Tapferen zum Gruße. So, wir warten erstmal, bis er von sich aus kommt. Was haben wir denn hier? Wir werden erstmal zusehen, dass wir uns ein bisschen zurückhalten, ein bisschen was sammeln. Okay. Ich weiß schon, wie wir das machen. So, wir gehen da erstmal rein. Ziehen den Foliant der Veränderung. Geben ihr auch sofort wieder ein Schutzeschilde. Schutzeschild. Wie Jar Jar Binks sagen würde. Okay, der muss auf jeden Fall weg. Auf den habe ich keinen Bock. Der zieht nämlich jedes Mal einen Fluch. Und das nervt.
Boah, ein Feuerblitz dafür zu verwenden, ist verletzend. Ich könnte aber auch den Foliant der Veränderung nehmen. Einen Feuerblitz auf die. Ja, das klingt doch nach einem Plan. So. So. Und BÄM! Und wir hören einfach nicht auf, Karten zu ziehen. Wer hätte es gedacht? Jetzt haut er raus. Ich meine, ich bin froh, wenn er so viele Karten dann ausspielt. Der hat in der Hinsicht dann überhaupt keine Chance. Okay, wir könnten jetzt schon Nachtschatten ausspielen. Und wieso auch nicht? Okay, ich könnte natürlich auch den dunklen Wächter spielen. Das wäre auch nicht schlecht. Aber das würde ihm halt nicht so wirklich in Bedrohnis bringen. Und wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben, dann spielen wir Nachtschatten. Und wenn er es nicht schafft, ihn aufzuhalten, könnten wir ihm sogar den Folianten der Veränderung geben. Obwohl ich ihn halt eigentlich lieber aufgespart hätte für den dunklen Wächter. Aber so kriegen wir halt etwas mehr Leben. Das wäre auch gut. Wenn ich falle, holt mich der Hest zu sich. So, der Typ ist nur so mittelgut. Aber das Gute ist, wir können ja einen Schutzzauber auf ihn wirken. So, dadurch kann es uns ziemlich egal sein. Machen wir mal so. Jetzt wird er alles versuchen, um den zu töten. Bestimmt hat er noch viel mehr von diesen verwundeten Sachen drin. Oder auch diesen Typi, der auch verwundete Kreaturen töten kann. Ich könnte ihm natürlich nochmal einen Schutzzauber verpassen. Und hier könnte ich mich verteidigen, wobei ich halt die so nicht töten kann. Wir können aber dann mit dem Folianten der Veränderung spielen in der nächsten Runde. Aber ich würde ihm ganz gerne nochmal ein Schutzschild geben. Ich würde sie wahrscheinlich jetzt doch lieber links spielen. Da er nochmal so einen Typi haben könnte. Und wenn er den dann hier auf der Seite ausspielt, dann killt er einfach mal beide und das wäre nicht so toll. Erhitzen wir mal die Gemüter. So, als ob ich das Spiel lesen könnte. Trotzdem krepiert sie dadurch. Okay, gut. Passiert. Eisenatronach am Start. Okay, wir könnten den Folianten der Veränderung nehmen. Dem Mann hier geben, dann hätte er 3 Leben. Könnten wir hier reingehen. Die hier töten und die müsste hier reingehen und würde dann auch sterben. Das wäre eigentlich ganz cool. Das würde ich aber gerne vorher machen, bevor er die Möglichkeit hat, den hier noch zu töten. Ich könnte auch natürlich meine Manpower darauf setzen und sagen, okay, ich gebe mir immer mehr Leben und so. Aber ich habe ja noch welche von ihm. Deck. Mache ich das Loch lieber so. Zack. Wir können demnächst oder den Blutmagiefürsten spielen.
Dieser Schmerz ist so köstlich. Was ich dann wahrscheinlich auch machen werde. Der macht jetzt noch nicht viel Sinn. Auf ihn natürlich schon. Aber den könnte ich jetzt nicht in Kombination spielen. Das heißt, ich mache das lieber so. Zur Sicherheit. Den Eisenatronachen könnte ich wegwerfen. Aber das mache ich erst, wenn sich die Chance bietet, den Falkenring-Schänder einzusetzen. Noch hat sich die Chance noch nicht so ganz ergeben. Wir haben auch leider die Mutter der Nacht noch nicht gezogen. Okay, er kann nicht viel machen. So, ich könnte den Mann hier töten und den Blutmagiefürsten spielen. Was eigentlich auch ganz cool ist. Und mit dem Blitz töte ich einfach diesen Giftschlucker da. Bam. Mich nervt das ein bisschen, dass der durchbrechen hat. Weil eigentlich wollte ich ihm nicht so viel Schaden zufügen. Okay, ich könnte jetzt eigentlich auch den Feuerblitz spielen. Und den hier auslöschen. Vielleicht wird er dann überleben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Möge das Glück mir hold sein. Das wäre halt Verschwendung, ne? Das wäre jetzt pure Verschwendung. Wenn wir ihn jetzt einfach mal sterben lassen. Gucken wir mal kurz, was wir da alles haben. Also noch nichts Gescheites. So, Dolchsturzmagier for the win. Und wegzuwerfen habe ich jetzt leider noch nicht so wirklich viel. Er hat eine Möglichkeit. Schade. Jetzt geht er in die Offensive. Bringt ja nix, bringt ja nix. So, wir können den aber ganz gut gebrauchen. Deswegen spielen wir den Blutmagiefürsten. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Vor allem in der Situation, in der wir uns jetzt befinden. Der hat nicht mehr viel Leben. Das heißt, wir können den richtig fertig machen. Wir haben vor allem jetzt mit dem Eisenatronachen noch so unendlich viele Möglichkeiten. Jetzt haut er halt die Karten raus, ne? Der haut die jetzt richtig raus, um irgendwie irgendwelche Kreaturen von mir zu erschlagen. Das heißt, er hat bald keine Karten mehr. Das Gute ist, wir könnten ihn demnächst wieder ausspielen durch den Seelenriss. Wie machen wir das am besten? Die will ich auf jeden Fall tot sehen. Oh, jetzt geht's aber los. Okay. Wir haben viele Möglichkeiten. Vor allem in der nächsten Runde auch den Eisenatronachen zu spielen, ne?
Okay, wir machen Seelenriss. Wir holen uns den Blutmagiefürsten wieder. Töten das hier. Damit die hier nicht so leichte Beute ist, starten wir sie mit diesem Item aus. Und können hier noch eine Dolchsturzmagie spielen. Jawohl, und gehen weiter in your face. So, in der nächsten Runde ist dann auch der Eisenatronach am Start. So, ich konnte halt leider überhaupt keine Kombination zeigen. So, leider null. Aber es werden noch ganz viele Matches kommen, denn ich mag dieses Deck voll. Wir könnten den Folianten der Veränderung spielen, da reingehen. Wir könnten aber auch einfach nur den Blutmagiefürsten spielen. Oder Foliant der Veränderung reingehen, Frostschwinge rein. Das wäre besser. So, den Eisenatronachen will ich noch nicht spielen. Mein Gegner ist seiner nicht würdig. So, wir können uns hier einfach verteidigen. Denn er hat nur 4 Leben, er würde dabei sterben. Dann mache ich das doch lieber so. Ich werde den Hieß beschützen. Okay. Er kann eigentlich nicht mehr viel machen. Also wenn er die Sache jetzt noch rumdrehen kann, dann ist er echt gut. Aber das wird nicht passieren. Ein feiner Kampf. Ihr seht, der ist an mir verpufft. Obwohl ich keinerlei Kombis eingesetzt habe, so wirklich. Nur so kleinere. Das ist schon nice. Das ist schon nice. Oh nein, das ist so einer, der nur weil er verliert, einen warten lässt. Also wirklich, ich hasse sowas. Was bist du, ein Kind? Es wird wirklich Zeit, dass wir den auslöschen. Eisenatronach und dann gib ihm. Wirklich unverschämt. Er zittert vor meinem Zorn. Ey, so ein Spast. Ey, ohne Scheiß. Ich hab verloren. Ich hab verloren. Ich lass den einfach warten. Ich hasse sowas einfach, echt. Hier, du Affe. Den habe ich in Glitzer. Der konnte ihm sogar Schaden zufügen. Ja, Wahnsinn. Das Blöde ist, der hat Wallig Gift. Oh Mann. Aber gut. Ich meine, da gehe ich jetzt rein und dann brauche ich nur noch 5 Schaden, den habe ich hier und dann passt das auch. Ich spul vor. Er zittert vor meinem Zorn. Ei, Barke und Wurzel.
So schnell geht das, Leute, so schnell. Okay, wir springen direkt ins nächste Spiel. Nöp, die können wir lassen. Seelenriss halt, ist halt am Anfang so ziemlich useless. Okay, das wird so ein Waffenmeister-Tipp. Die sind schwer. Die sind sehr schwer. Die machen sehr viel Schaden. Machen wir es mal so. Dann kann ich die wenigstens dann schon mal auslöschen, dann muss der nicht so viel Schaden fressen, weil der muss noch eine ganze Weile was aushalten. Okay, den kann ich dann auf der anderen Seite spielen, auch gut. Machen wir so. Und so. Ich kann mir vorstellen, das Match wird auf jeden Fall spannender. Das wird eindeutig spannend. Oh Mann. Also wir können den verstummen lassen, wenn wir genug Mana hätten. Ups. Aber der Feuerblitz tut's auch, ne? Okay, noch sieht's ganz gut aus. Wenn er jetzt irgendeine von seinen Kreaturen so ziemlich hochbufft, können wir ihn mit Schattenfernpriester. Mit Schattenfernpriester stilllegen. Das ist jetzt natürlich die Hölle, ne? Machen wir so. Machen wir so. Der will seine Prophezeiung rausballern. Das will ich eigentlich verhindern. Grad noch. Oh, das wird schwer. Das ist halt brutal in your face. Och, Menno. Mein Leben sinkt zu krass. Okay. Okay. Wir gehen da rein und legen die lahm. Das hört sich ganz gut an. Machen wir so. Machen wir so. Und fesseln. Eingreifen tun wir nicht, sonst kriegt er noch mehr Prophezeiungen. Das ist gefährlich. Diese Gefrieranimation finde ich potthässlich. Wirklich, potthässlich. Ganz ehrlich, das sieht so unglaublich unnatürlich aus. Natürlich. Ich meine, ich habe selbst so ein Deck. Ich weiß, wie nervig das ist. Das Problem ist an so Prophezeiung-Decks oder so Agro-Decks, so pur Agro-Decks, du kannst kaum etwas vorbereiten. Das ist das Problem. So, das konnte er ganz gut machen. Wir können uns zum Glück verteidigen. Machen wir so. Und so.
Dann können wir uns auf beiden Feldern verteidigen. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Die Prophezeiung möchte ich noch nicht aufploppen lassen. Erst wenn wir eine Übermacht an Kreaturen haben, dann kann ich mir das auch erlauben. So, jetzt haben wir was, was wir stilllegen können. Hat aber nicht ganz geklappt. Jetzt haben wir erst recht was, was wir stilllegen müssen. Ihr müsst gereinigt werden. Machen wir so. Die schon mal weg. Und so. Wenn wir jetzt noch angreifen würden, würden wir seine Prophezeiung ploppen lassen. Und dann könnte er schon Kreaturen aufs Feld holen, die mich dann angreifen. Das ist zu gefährlich. Ich plädiere jetzt komplett auf den Fürst der dunklen Krallen. Weil der gibt uns eine Menge Leben wieder. Oder Nahaglief. Das Ding ist nämlich, wir könnten uns vor dem Schaden nicht bewahren. Und so könnten wir uns eigentlich vor dem Schaden bewahren. Das wäre eigentlich ganz cool. Nahaglief. Feuerblitz. Töten. Mutter des Schlamms. Töten. Feuerblitz. Nahaglief. Da dürfte er nicht so leicht vorbeikommen. So fressen wir wenigstens nicht allzu viel Schaden. Aber der Fürst der dunklen Krallen wird auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Wenn wir den rauskriegen und angreifen können, dann ist natürlich richtig gut. Aber der hat ihn gesilenced. Das ist jetzt beschissen. Boah, ist das anstrengend. Oh Mann. Boah Leute, das ist so anstrengend. Haut ich halt mit allem runter, ne? Ich hätte angreifen sollen. Mich dem Kreis an. So steht es geschrieben. Okay. So. So. Okay. Dann so. Dann so, dann verspotten und dann rein. Bam! Es gibt einen Gott, Leute, es gibt einen Gott. Gott, war das anstrengend. Okay, so Leute, ihr habt gesehen, mit dem Deck kann man auf jeden Fall Sachen machen. Leider konnten wir es im letzten Match nur recht spät machen, aber ich meine, lieber spät als nie, ne? Wenn ihr es aber frühzeitig hinkriegt, könnt ihr die krassesten Bestien schon saufrüh im Game rausbringen und dann könnt ihr den Gegner einfach überfallen und er kann nichts dagegen tun. Das ist einfach so krass imbar und das macht schon echt viel Spaß. Also
durch die ganzen Möglichkeiten, die du hast, kannst du den Gegner schon ziemlich in Bredouille bringen. Also es ist schon mega. Ich kann euch das Deck nur ans Herz legen. Ich würde auch auf jeden Fall mehr Matches machen und auf jeden Fall einen Dragonborn 2.0 rausbringen mit ein paar mehr Drachen. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen, so ein bisschen Unterstützung. Und verpasst kein weiteres Video. Wir sehen uns!